Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind weiterhin auf der asiatischen Map und ich wollte euch jetzt ein kleines bisschen abholen, denn wir hatten ja Late Night Farming und waren 3,5 Stunden unterwegs und ihr seht es, wir haben hier jetzt unsere Ballen gepresst, wir haben Nacht und es wird bald regnen, deswegen muss ich hier weitermachen, schnell weitermachen, Ballen pressen hier mit dem Kubota und der Göweil-Presse, die ja wunderbar funktioniert. Und ich hole euch jetzt ein kleines bisschen ab. Was ist passiert im Late-Night-Farming? Und da sind viele, viele Dinge passiert. Zum Beispiel seht ihr hier hinten, da ist keine Baumwolle mehr drauf. Ich habe jetzt mich also doch tatsächlich entschieden, das zu tun, was ich auch ursprünglich geplant hatte. Nämlich Ballen, Quatsch, die Baumwolle zu ernten. Dazu hatte ich mir den Case geholt. Und ja, das Glückliche war tatsächlich, dass wir mit dem Case Baumwollvollernter tatsächlich dann auch den halbfertigen Ballen letztendlich abladen konnten. Denn aus diesem ganzen Feld kam kein vollständiger Ballen zusammen. Ich hatte eigentlich mit 2 Stück gerechnet. Dann hätten wir auch entsprechend das Geld verdient, um die Kosten, die Mietkosten wieder reinzuholen. Aber das ist mir dann nicht gelungen und daraufhin habe ich mich dann entschlossen. Und jetzt kommt die nächste witzige Geschichte. Naja, witzig relativ. Ich hätte wohl meinen Führerschein 8-mal verloren, denn ich bin dann mit dem Vollernter, mit dem ausgeklappten Vollernter, dem Baumwollernter, tatsächlich in die Stadt zur Spinnerei gefahren und die ist letztendlich ja im Hafen. Und ja, das war dann doch eine abenteuerliche Nummer, Freunde, muss man einfach so sagen. Also was ich da an den Ampeln hängen geblieben bin, in Einbahnstraßen reingefahren und der Gegenverkehr und überhaupt und sowieso, es war eine wahnsinnige Geisterfahrt. Aber am Schluss habe ich es dann doch geschafft, den Ballen noch abzuliefern und dafür haben wir dann knapp, glaube ich, 21.000 bekommen und das hat so knapp, will ich sagen, mal die Kosten wieder reingeholt. So, jetzt muss ich ein kleines bisschen aufpassen hier, denn wir haben teilweise, genau, das ist ein 7,5er. Und das müsste auch ein 7,5er sein, denn ich habe hier 7,5er Ballen gepresst, die ich dann da drüben den Schäfchen parat legen will. Und ich muss jetzt aufpassen, welche sind die 5,5er. Das hier müsste, glaube ich, ein 5,5er noch sein. Und das müsste auch der letzte Ballen sein, oder? Machen wir mal hier ein bisschen Licht ans Fahrrad, hervorragend. Naja, das sieht doch gut aus. Apropos gut aus, ich habe schon gesehen, es gibt die ersten Mods natürlich logischerweise für den PC Mac, mit dem man hier wesentlich besser Ballen verarbeiten kann, weil es dann so einen Automatismus gibt, wo automatisch der Schlepper stehen bleibt und der Ballen ausgeworfen wird und im Prinzip so mit GPS fast eine automatische Funktion, um Ballen zu generieren. Okay, also ihr seht, wir haben jede Menge Ballen hier auf dem Feld. Die restlichen Ballen werde ich jetzt einsammeln. Aber zuvor wird erstmal hier die Göweil eingesammelt. Die hat eine gute Arbeit gemacht. 150 cm Ballen haben wir jetzt hier entsprechend. So, Augenblick mal. Müsste er die jetzt nicht einklappen? Ach, jetzt geht's los. Ah ja, okay. Dann bringen wir das Ganze jetzt in unsere Halle, wo wir unsere Geräte für die Grasarbeit. Und da ist mir ja der nächste große Fauxpas passiert. Das erzähle ich euch gleich. Denn wir haben jetzt festgestellt, dass wir hier mit der Halle ein kleines Problemchen haben. Man kommt zwar rein, aber das wird hier eine witzige Nummer. Und schwupp. Ja, also mit dem Stapelgabler kommt man nicht rein. Ich wollte hier eigentlich ein bisschen Saatgut reinmachen. Aber das funktioniert nicht so richtig. So, wir werden da hinten jetzt unsere Ballentechnik, Grastechnik, Grünlandtechnik dann aufbauen. Hervorragend. Sehr schön. So, also Presse und Wickler sind gekauft. Das heißt, da werden wir auch in Zukunft noch ein bisschen arbeiten und das ist verrückt hier, absolut verrückt. So, warum liegt jetzt hier nur ein einziges Samasch-Schneidwerk bzw. Mähwerk und da war es schon wieder. Das Mähwerk, warum liegt hier nur eins? Ja, ja, also Freunde, ich hatte ja gedacht, ich bin hier ganz clever, wir sparen uns den Schwader und nehmen natürlich das einzige Mäh
Mähwerk, das da ist, das auch eine Schwad ablegt, natürlich außer dem Krone. Und dann habe ich nicht auf die PS-Zahl geachtet. Wir brauchen natürlich hier schon alleine 110 PS, hier nochmal 220 PS und unser Schlepper hier, der wunderbare Kubota, warum sage ich eigentlich immer Kubota? Ist egal. Also der Kubota, der hat nur 180, den könnten wir zwar noch auf 200 pimpen, aber das wird nichts. Und der ist natürlich nicht vorwärts gekommen. Ja, so ist es dann eben passiert. Der nächste Fauxpas habe ich nicht aufgepasst. Dann hatte ich hier umsonst sozusagen, völlig umsonst, nicht nur kostenlos, sondern in dem Fall wirklich umsonst, ein Schneidwerk, das ich wieder zurückgeben konnte. War ja zum Glück nur gemietet. So, was wir aber noch gekauft haben, ist, und das steht noch beim Händler, der Anderson Ballensammler, der glücklicherweise im Gebrauchtshop war. Das heißt, da bin ich billig rangekommen. So, den holen wir uns jetzt und dann werden wir hier die restlichen Ballen, die, ich glaube, 6 Stück sind es, für unsere Tierchen einsammeln und mal parat legen. Ja, und wie bin ich dann hier aus der Bredouille rausgekommen? Dank euch im Chat. Ihr hattet natürlich dann die Idee, nimm doch den McDoon. Ja, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Natürlich, klar, der McDoon, der ja im Vorbestellerpaket mit drin war. So. Und der hat ja auch ein Grasschneidwerk. So, auch das können wir uns mal kurz angucken. Wo finde ich denn den jetzt wieder auf die Schnelle? Da ist er doch, der McDoon. Sodele. Und da gibt es hier dieses 5 Meter Schneidwerk für Gras. Und ich muss ehrlich sagen, also das hat er sehr, sehr ordentlich gemacht. Gar keine Frage. Und da bin ich echt am Überlegen, ob wir dieses Teil dann bei Gelegenheit dann doch kaufen. Denn das Interessante wird ja auf jeden Fall sein, da wir ja ein Weizenfeld haben, können wir hier tatsächlich mal eine Schwad legen und dann anschließend eben mit dem Bauteil. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob wir das dann so sieht. Und zwar über Kombination. Nein, hier sieht man es nicht. So, wie sieht man es? Schneidwerke. Hier haben wir es von McDoon. Das ist ja dann das Teil, mit dem dann der Drescher die Schwad aufnimmt und dann anschließend das Getreide drischt. Also das können wir mit Sicherheit mal ausprobieren bei der Gelegenheit, wenn unser Feld soweit ist. Naja, also auf jeden Fall, der McDoon hat die Sache dann sehr, sehr schön gemacht, auch mit dem Helfer. Und ich habe dann in der Zwischenzeit auch nicht aufgepasst, denn als wir das durchdiskutiert haben, hatte ich ja extra ein bisschen die Zeit vorgestellt, denn es hat geregnet und während dem Regen konnten wir dann endlich auch mal sehen, wie die Grafikeffekte mit den Tropfen sind. Wir sehen also die Tropfen tatsächlich auf dem Lack, auf den Reifen, auf den Kunststoffteilen am Schlepper. Nicht an den Scheiben. Nein, da ist immer noch nichts zu sehen, aber das ist jetzt auch keine Überraschung. Was mich ein kleines bisschen überrascht hat, war dann doch die Tatsache, dass das eine oder andere, ja, ich sage mal, bebaute oder Gebäude. Ja, da wurde, hat man eben wenig in der Richtung gesehen. So, jetzt müssen wir den auch irgendwie aufklappen. So war das. Und dann werden wir hier die 175er bzw. die 180er, die 7500 Liter Ballen mal einsammeln. Hervorragend. Ja, also auf jeden Fall hat es dann geregnet und deswegen habe ich die Zeit vorgespult und ja, vor lauter Suche nach einem ordentlichen Maschinenschö haben wir dann, ja, sind wir in die Nacht gekommen, beziehungsweise ins Dunkle. Wir haben jetzt 18.19 Uhr und ich muss ehrlich sagen, also schon eine tolle Atmosphäre, auch mit dem Licht, vor allen Dingen, wenn hier auch die Autos vorbeifahren. Das hat schon was, das sieht schon nach was aus. So, waren das jetzt schon alle Ballen? 6 Stück? Ja, ich glaube, das kommt hin. Ich glaube, das kommt in 6 Ballen. Jupp, dann schauen wir mal. Ich denke, die Silageballen, die lassen wir einfach auf dem Feld liegen. So, dann packen wir das wohin? Vielleicht einfach hier hin. Denn hier unten drunter, kriegen wir es da drunter? Ja, wir könnten es da drunter kriegen. Versuchen wir mal unser Glück, weil der schiebt die ja runter. Aber da müssen wir natürlich ordentlich hinkommen.
So, und das, was wir hier nebendran haben, ja, da bin ich auch ein kleines bisschen auf die Nase gefallen. Ja, aber nur ein kleines bisschen. Aber letztendlich, es kommt immer anders, als man denkt. Und da habe ich halt auch gedacht, okay, probieren wir mal was aus. Aber dafür sind wir ja auch hier, um hier mal ein bisschen was auszuprobieren. So, Dele, was wir auch ausprobiert haben, beziehungsweise die Kollegen im Chat. Weil es ging natürlich um das Thema Multifrucht. Wie kriege ich im Moment im LS25 Kartoffeln gebacken? Aber damit meine ich eingelagert, weil ein Kollege war schon unterwegs und hat Kartoffeln geerntet. So, das müsste doch so klappen, oder? Wenn der die so reinschiebt. Ja, also, wunderbar, das haben wir ordentlich gemacht. Und da haben wir leider festgestellt, wir haben noch kein Multifrucht-Silo und auch eine Silo-Erweiterung hilft uns hier im Moment nicht weiter. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, wo stellen wir den rein? Ach, den stellen wir doch einfach hier rein. Der ist lang, schmal, den kriegen wir doch hier rein. Na, das passt doch ideal in die Halle hier, sehr schön. Im Zweifel sogar mit Schlepper. So. Ja, also wie gesagt, eine Silo-Erweiterung gab es oder hilft uns da leider noch nicht. Wir haben kein Multifrucht-Silo im Standard, wird aber mit Sicherheit bald was kommen. Also Früchte oder Wurzelfrüchte, Kartoffeln und die Zuckerrüben muss man in ein entsprechendes, ja, wie heißt denn das jetzt wieder? Müssen wir mal ganz kurz ins Baumenü. Zack, 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 Silos. Und da unten gibt es dann Schüttgut. Eine Schüttguthalle müsste es doch irgendwo geben. Haben wir hier nicht in den Silos? Haben wir das unter Silo-Erweiterung? Nee, auch nicht. Dann ist es unter Hallen. Ja, im Moment muss man sich noch ein bisschen hier durchsuchen. Da ist sie doch, die Schüttguthalle. Da kommen Zuckerrüben und Kartoffeln rein. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier aussieht. Mit unserer Produktion. Ja, und dann war ich ja so schlau, dachte ich, und mache hier uns eine kleine Produktion hin. Denn die erste Lieferung von Knoblauch, Chinakohl und so weiter in die Stadt zum Händler, ja, die war dann doch ein bisschen ernüchternd, muss man so sagen, preislich. Und dann habe ich gedacht, packen wir hier diese wunderschöne kleine Produktion hin. Das ist ja auch ein neues Feature hier, diese kleinen Produktionen. Und habe mir gedacht, ja, machen wir mal. Aber wo haben wir denn die Einstellung? So, was wir mit Chinakohl und so weiter machen können, ist ja nur, da haben wir es, Kimchi. Kimchi, und für dieses Kimchi brauchen wir leider noch, ja, neben Chinakohl, Knoblauch und Frühlingslauch, was wir ja schon herstellen in unseren Gewächshäusern, auch die Chilischoten. Und die habe ich natürlich nicht am Start. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen warten. So, Chinakohl, Frühlingslauch, Knoblauch ist drin, aber Kimchi können wir noch nicht herstellen und alles andere, was hier angeboten wird, wie zum Beispiel die Nudelsuppe. Und das finde ich jetzt ein bisschen ungeschickt. Da wäre es auch irgendwie, müsste man sich da auch das überlegen, wie man das besser hinkriegt, um zu sehen, was brauche ich eigentlich. Hier zum Beispiel Mehl und Eier, um die Nudelsuppe zu machen. Oder Reismehl und Eier. Oder auch hier diese anderen Sachen, die eigentlich relativ simpel sind. Da sind nämlich die ursprünglichen Früchte einfach verarbeitet. Ne? Aber ausgerechnet, da wo ich Chinakohl und so weiter brauche, das ist halt hier und muss mit den anderen Dingen zusammen gemacht werden. So, dann schauen wir mal. Die Produktion wird also noch nicht laufen. Mittlerweile haben wir ja uns auch einen Gabelstapler geholt. Da können wir mal rein. So. Ja, und so sind sehr viele aufregende Dinge passiert. Letztendlich hier während unseres Streams Late Night Farming. Und war wieder ganz, ganz toll. Auch der Chat war wieder hervorragend, ganz, ganz toll. Man hat sich unterstützt, man hat sich geholfen. Und für den Abtransport, auch da im Moment, gibt es auch noch nicht allzu viele Geräte. Da habe ich dann diesen Anhänger hier geholt, mit dem man übrigens auch tatsächlich eine Rampe hat, damit man zum Beispiel so einen Jungheinrich hier draufpacken kann. Auch das habe ich erst später gesehen. Naja, gut, sei es drum. So, wir können mal hier ein kleines bisschen Material rüberbringen.
denn verkaufen werden wir es jetzt nicht. Wir werden es auf jeden Fall alles in die Fabrik werfen und ich muss mal gucken, wie wir das hinkriegen mit dem mit den Chilischoten. Im Moment habe ich ja ein Gewächshaus beides machen lassen, da wo wir natürlich von am wenigsten brauchen in der Produktion. So, das müssten dann die Lauchzwiebeln sein. Ja, der fährt auch immer ein bisschen hier, muss man auch immer gucken. So, ansonsten haben wir ja noch die Pilze, die wir auf jeden Fall abstoßen könnten. So, das lassen wir noch hier stehen. Das ist der Knoblauch. Und die Pilze, die könnten wir natürlich jetzt bei Gelegenheit verkaufen. Aber ich denke, das lohnt sich jetzt auch noch nicht. Wir sind im November. Und ich denke, wir springen jetzt langsam rüber. Denn den Tieren geht es gut. Die Produktionen laufen soweit. Ich habe auch Wasser aufgefüllt. Da lief nämlich eine Produktion auch schon wieder leer. Ausgerechnet. So. Die nimmt dann sofort an. Ablegen. Na. Jetzt aber. Hervorragend. Und jetzt, man sieht es eben, wenn ich hier versuche in die Halle. Ich wollte ursprünglich da drin auch unsere Dünger und so weiter reinmachen in die Halle. Ja, da komme ich kaum rein mit dem Schlepper, beziehungsweise mit dem Gabelstapler. Auch eine ganz komische Geschichte. Aber alles so Dinge, die wir dann natürlich wunderbar hier im Livestream dann auch entdecken durften. Wir rennen mal rüber und ich denke, wir springen in den nächsten Monat, sobald wir gecheckt haben, ob es allen und jedem hier gut geht in dem Projekt. So, einmal einen Blick reingeworfen bei den Tieren. Es geht denen, denke ich, gut. Wir haben genügend Weide, wir haben genügend Gras. Da werden wir dann am nächsten Tag noch ein bisschen was einwerfen. Da kommt auch ein bisschen was rum, aber nicht viel. Also Ziegenmilch, Wolle, das wird sich noch ganz schön ziehen mit dem Bestand, den ich hier habe. So, wir schauen nochmal in die Produktionen. Hier die Konservenfabrik kann natürlich noch nicht laufen. Dann unsere Gewächshäuser. Jo, da werden wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser nachkippen müssen. Und hier haben wir die Pilze, die auch im Moment am Laufen sind. Okay, wir springen in den nächsten Monat. Da können wir wieder sagen, wann. Und ich denke, 8 Uhr soll reichen. Aber wir schauen noch einmal da hinten die Großstadt, die Lichter der Großstadt. Man sieht auch da hinten die Verladekräne des Hafens. Dann diese einsame Tankstelle. Wunderschön. Also man muss schon sagen, optisch hat sich das hier deutlich, deutlich gesteigert. So, wir springen auf 8 Uhr, schlafen ein bisschen und selbst der Trigger hier ist ein bisschen animiert. Sehr schön. Und hat es da wieder geregnet? So. Ah, Sonnenaufgang. Ist das nicht schön? Okay, die Gewächshäuser laufen. Ja, haben wir schon die ersten Chili-Bohnen, Chili-Schoten. So ist richtig. Das ist Chili, hervorragend. Dann springen wir mal rüber, können das in die Produktion werfen und dann geht's da endlich los. Sudele. Ja, ich muss mich hier noch ein bisschen sortieren. Wir haben fast zu viel Platz hier auf diesem Hof. Sehr schön. Und mittlerweile habe ich auch herausbekommen, wo man tatsächlich am Kanal Wasser bekommt. Man muss da schon in den Kanal reinfahren mit seinem Wasserfass. Ist natürlich vielleicht auch nicht die feine englische Art, muss man so sagen. Aber dort bekommen wir wesentlich günstig Wasser. Und ich muss mal schauen, dass man das vielleicht irgendwie geschickter hinbekommt. So. Die Ballen habe ich jetzt einfach mal auf dem Feld liegen lassen, weil die jetzt aufzunehmen und dann wieder irgendwo einzulagern, um sie dann wieder aufzunehmen, wenn wir sie verkaufen wollen, denn wir werden sie verkaufen. So, jetzt muss ich mal gucken. Die Gabel, das passt so. Nee, ein bisschen runter. Jetzt aber. Dann werden wir hier jetzt endlich in die Produktion einsteigen. Ja.
Ja, da müssen wir uns echt Gedanken machen, ob wir noch ein weiteres Gewächshaus hinsetzen. Übrigens setzen, wir haben zwar 65.000, aber wir haben mittlerweile auch einen ordentlichen Kredit aufgenommen. 200.000, wenn ich noch richtig weiß. Wir schauen mal kurz. So, da müssen wir hier in Statistik, Finanzen, 200.000 sind im Moment wir im Minus. Also das heißt, wir müssen auch ein bisschen Geld machen und jetzt etwas vorsichtiger sein mit den Investitionen. Also wir müssen jetzt hier auf jeden Fall endlich das Ganze hier zum Laufen bringen. So, und ich bin ja gespannt, was am Schluss hier tatsächlich rumkommt mit dieser neuen Produktion. So, Dele, dann gehen wir hier rein und schmeißen das Ganze jetzt an. Konservenfabrik, wir müssen rüber. Und können wir das jetzt so anwerfen? Hervorragend, es läuft. Passiert hier drin was? Ah ja, wir hören auf jeden Fall die Maschinen. Okay, hier wird es wohl verpackt. Hier wird es wohl in die Konserve reingedrückt. Wie auch immer. Sehr schön. Wäre jetzt witzig, wenn halt natürlich hier noch was laufen würde. Okay, Freunde. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken wieder für eine Folge hier von der wunderschönen asiatischen Map im LS25. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich hoffe, ihr habt wieder ja, den Anschluss sozusagen gefunden, wenn ihr den Livestream nicht gesehen habt. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden Farmer.